Ein leistungsstarkes Smartphone im kompakten Design ist das Expertenangebot der Woche. Das Samsung Galaxy S3 Mini hat einen brillanten 10,16 cm Touchscreen. Der leistungsfähige 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor in Verbindung mit dem neuesten Android-Betriebssystem sorgt für eine exzellente und flüssige Bedienung bei diesem Smartphone. Ihr könnt euer S3 Mini ganz einfach über die Spracheingabe bedienen. Foto schießen. Mit der Front- und mit der 5-Megapixel-Rückkamera nutzt ihr die Videochat-Funktion und schießt eure Fotos. Und wenn ihr einmal ungestört sein wollt, dann dreht ihr euer Handy einfach um, dann schaltet es nämlich selbstständig stumm. Das Samsung Galaxy S3 Mini gibt es inklusive Headset in 5 verschiedenen Farben für nur 111 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Jetzt nur bei Expert in Hoyerswerda, in Senftenberg und in Cottbus. Expert, preiswert und kompetent. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am Mittwoch, dem 10. Juni. Unter dem Motto Gute Schulen für alle, für ein verfassungsgemäßes Gesetz der Schulen in freier Trägerschaft, hat am Nachmittag vor dem Sächsischen Landtag eine Kundgebung stattgefunden. Eltern, Pädagogen, Schüler und Mitarbeiter aus ganz Sachsen waren aufgerufen, weiter Einfluss auf das laufende Gesetzgebungsverfahren zu nehmen. Jonathan Wosch war vor Ort. Meine Kinder, die können zu Fuß zur Schule gehen. Und das wünsche ich jedem, Schule im Dorf zu. Demonstration vor dem Sächsischen Landtag. Während die Abgeordneten im Sächsischen Landtag tagen, hat sich hier vor dem Sächsischen Landtag eine Demonstration geformt. Zur Demonstration begrüße ich jetzt Herrn Garcia. Schönen guten Tag, Herr Garcia. Was konkret sind denn die Forderungen und worauf wollen Sie aufmerksam machen? Also Hintergrund der Veranstaltung hier oder der Kundgebung ist ja die Überarbeitung des Gesetzes für die Schulen in freier Trägerschaft. Da gab es ein Verfassungsgerichtsurteil 2013, in dem gesagt wurde, die momentane Gesetzesfassung ist einfach in vielen Punkten gesetzeswidrig. In dem Zusammenhang gab es dann jetzt eben eine Gesetzesänderung, die im Juli verabschiedet werden soll. Nach Aussagen der Träger, aller Träger und auch über Gutachten, ist die einhellige Meinung, dass die Finanzierung immer noch nicht ausreicht, um zum Beispiel schulgeldfrei zu arbeiten. Und deswegen haben wir als Eltern gesagt, wenn Gleichberechtigung und Gleichrangigkeit in der Verfassung steht, in der sächsischen Verfassung, dann heißt das, dass wir ein Recht darauf haben, schulgeldfrei genauso unsere Kinder an eine Schule zu schicken, egal ob sie in staatlicher oder in freier Trägerschaft ist. Wir wollen ein Gesetz mit einer Zuschussregelung, wo wir erstmal einfach nur den Basisbetrieb, dass die Kinder überhaupt geschult werden können, ohne Schulgeld
erreichen können. Was macht denn die freie Schule besser als die öffentliche Schule? Uns ist wichtig, wirklich herauszustellen, öffentliche Schulen sind freie Schulen und Schulen in staatlicher Trägerschaft. Beides sind öffentliche Schulen und beide erfüllen den gleichen Bildungsauftrag. Deswegen kann ich überhaupt gar nicht sagen, was die eine oder die andere besser macht, weil ich nicht davon ausgehe, dass es dieses besser gibt. Es sind einfach unterschiedliche Modelle. So wie sich das zum Beispiel im gesamten Kita-Bereich schon eingebürgert hat, wo keiner eigentlich mehr groß unterscheidet zwischen einer kommunalen Trägerschaft und einer freien Trägerschaft. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Ausführungen. Ich habe mich auch im Sächsischen Landtag umgehört und mit der SPD und den Linken gesprochen. Wir gehen davon aus, dass Schulgeldfreiheit gewährleistbar ist bei gleicher Vorgehensweise. Also wenn freie Schulen sich ähnlich organisieren, das ist die Schule, muss es machbar sein. Wenn eine freie Schule sich kleine Klassen leistet, muss man natürlich davon ausgehen, dass das so nicht gedacht ist und dann auch unter Umständen Schulgeld in Frage kommt. Das soll schon eine Individualität der einzelnen Schulen nach wie vor geben. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist, was für die Schullandschaft sehr, sehr entscheidend ist. Es geht um die Gleichwertigkeit der Schulen. Und das ist nach unserer Auffassung, zumindest im jetzigen Gesetzentwurf, es ist ja noch nicht beschlossen, im jetzigen Gesetzentwurf nach unserer Auffassung noch nicht wirklich gegeben. Auch Kultusministerin Kurt hatte ich zu dem Thema angefragt. Man stecke derzeit mitten in einer Bearbeitungsphase und sei deshalb bis voraussichtlich Ende Juni zu keiner Stellungnahme bereit. Wir bleiben an dem Thema weiter dran. Danke an Jonathan Bosch. Im Kita-Tarifstreit hat heute die Schlichtung begonnen. Als Schlichter vertritt Sachsens früherer Ministerpräsident Georg Milbrath die Arbeitgeber und Hannovers Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg die Gewerkschaft. Spätestens bis zum 18. Juni will die Schlichtungskommission eine Entscheidung fällen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Weitere aktuelle Themen des Tages haben wir gleich noch für Sie. Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Tan. Seit wann hat er überhaupt ein Smartphone? Fünf Schüler des Foucault-Gymnasiums hatten Anfang Mai die einmalige Gelegenheit, am Zug der 1000 teilzunehmen. Dabei handelte es sich um Jugendliche aus ganz Europa, die gemeinsam von Darmstadt nach Krakau und von dort weiter zu den Konzentrationslagern nach Auschwitz und Birkenau fuhren, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Jetzt präsentierten die Mädchen und Jungen ihre Erlebnisse und zeigten beeindruckende Momentaufnahmen. Lydia Körner, Linda Jano, Jeremy Lorenz, Johannes Lorz und Johannes Lennecker heißen die fünf Schüler der 11. Klasse, die sich zu diesem Projekt gemeldet hatten. Gemeinsam mit Lehrerin Christel Wöhle machte sich die Gruppe zusammen mit Jugendlichen aus Italien, Portugal, Frankreich und anderen Ländern auf den Weg nach Krakau. 34 Stunden Fahrt, völlig übermüdet und trotzdem begeistert von den Erlebnissen sind die jungen Menschen auch jetzt noch. Schon im Zug lernten sie erste Zeitzeugen und natürlich Altersgenossen kennen. Ja, also mit welchen Erfahrungen? Also ich fand es schon ziemlich interessant. Wir waren ja ziemlich viele gewesen in dem Zug, also wir waren ja 1000 Mann und die waren aus ziemlich verschiedenen Ländern. Und es war halt auch ziemlich interessant mal zu sehen, wie die anderen Länder damit umgehen. Also bei den Deutschen, das war ja klar, die sind halt dort lang gegangen, war ziemlich bedrückte Stimmung gewesen und so weiter. Und dann gab es halt auch Länder wie zum Beispiel Frankreich und so weiter, die sind halt richtig mit Fahnen und so weiter dort lang gelaufen und haben dort quasi wie ein Fest gefeiert. Und das war halt schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie andere Kulturen mit dieser Gedenkstätte umgehen. Und es war natürlich sehr bewegend, das alles mal live quasi mitzuerleben und zu sehen. Genau 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erlebte die Gruppe am 8. Mai eine feierliche Zeremonie, die sie sehr bewegte. In den einzelnen Ausstellungsräumen konnten sich die Jugendlichen dann selbst ein Bild von den Taten des Nazi-Regimes machen. So nah an der Geschichte dran zu sein, weckt Gefühle und schärft den Blick. Ich bin jetzt halt wirklich mit einer ganz anderen Sicht aus Auschwitz rausgegangen. Auch wie gesagt,
das gleiche halt wieder mit Lehrbuch und Erfahrung und alles. Und selbst habe ich bei mir mitbekommen, selbst so ein schwarzer Humor, jetzt so zum Beispiel, wie der über Auschwitz zum Beispiel auch mal ab und zu gemacht wird, den habe ich aber gar nicht mehr akzeptiert. Also ich habe wirklich dort mit diesen Menschen, die halt dort auch mit umgekommen sind, auch wirklich mitgefühlt teilweise. Das war halt schon sehr emotional, muss ich sagen. 7 Jahrzehnte sind eine lange Zeit und gerade für junge Menschen sicherlich auch wenig fassbar. Trotzdem muss die Erinnerung an die Gräueltaten der Deutschen wach bleiben, um eine Wiederholung auszuschließen. Wir Deutschen waren eigentlich die kleinste Gruppe, die dort vertreten waren. Und deshalb finde ich schon, dass es ganz wichtig ist, dass man eben mit vielen Jugendlichen aus anderen Ländern zusammenkommt, um gemeinsam dieses Gedenken, dieses Erleben gemeinsam zu erfassen und natürlich sich zu erinnern und zu gedenken. Denn wir wissen alle, egal ob nun Deutschland oder andere europäische Länder, es gibt doch noch wieder Neonationalsozialismus. Also wir müssen schon was tun. Viele ihrer Erlebnisse haben sich ganz fest bei den Jugendlichen eingeprägt und damit ist genau das erreicht, was der Zug der 1000 soll. Geschichte wird weitergetragen. Engagieren, ja. Also ich, wenn man mich fragt, bin ich gerne dabei. Ich werde auch nächstes Jahr den 10ern und 11ern das näher bringen, dass die vielleicht auch nochmal mit dem Zug mitfahren. Und ja, also werde ich gerne meine Erfahrungen weitergeben. In 2 Jahren findet dieses besondere Treffen erneut statt. Vielleicht sind dann auch wieder Jugendliche aus der Region dabei, die den Blick in die Vergangenheit wagen. Und nun zum Streik bei der Deutschen Post. Nachdem bereits am Dienstag etwa 700 Postzusteller dem Streikaufruf von Verdi gefolgt sind, hat Verdi heute nach Dienstbeginn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Streiks noch einmal ausgeweitet. Morgen wird in Leipzig zur Kundgebung aufgerufen. Mehr als 1000 Streikende aus den Niederlassungsbereichen Leipzig, Dresden, Zwickau, Magdeburg und Halle werden erwartet. Mehr dazu bei uns morgen in der Drehscheibe. Zunächst einmal die Mittwochsmeldungen für Sie. Mit einer Versteigerung startete am Mittwoch im Hoyerswerda Bürgeramt der Tag der offenen Tür. Im Angebot natürlich zahlreiche Fahrräder, die auch in vielen Fällen einen neuen Besitzer fanden und gleich vor Ort von der Verkehrswacht kodiert werden konnten. Das Ordnungsamt der Stadt präsentierte vor dem Gebäude die aktuelle Blitzertechnik mit dem silbernen Caddy und erklärte die Funktionsweise. Wenn man dann zu schnell erwischt wurde, heißt es ja meistens ein Bußgeldbescheid. Und wer wissen wollte, wie das Verfahren im Einzelnen läuft, konnte sich natürlich auch darüber informieren. Alte Ausweise und Reisepässe standen in der Meldestelle im Blickpunkt. Erstaunlich, welche Fotos früher so zugelassen wurden. Und der Fingerabdruck im Pass ist offensichtlich auch keine Erfindung der Neuzeit. Während heute alles per Computer geregelt wird, mussten früher die Dokumente noch per Schreibmaschine gefertigt werden. Auch das wurde am Mittwoch demonstriert. Ihren letzten Schultag konnten am Mittwoch die 12er der Gymnasien feiern. Wie hier am Joanneum in Hoyerswerda überraschten die Abiturienten ihre Lehrer und Mitschüler mit einem Programm, das natürlich für reichlich Spaß sorgte. In den nächsten Wochen werden die meisten der jungen Menschen zum Studium oder zur Ausbildung die Stadt verlassen. Die Elsterwelle wünscht allen viel Glück auf ihrem nächsten Lebensabschnitt. Im Kreisforstamt Bautzen gibt es derzeit vermehrt Anfragen zu einem Schädlingsbefall, von dem vor allem Fichten betroffen sind. Hier handelt es sich offenbar um die Sitka-Fichtenlaus. Der milde Winter habe für die massenhafte Vermehrung gesorgt, heißt es aus dem Landratsamt. An den betroffenen Bäumen sind die Nadeln komplett braun gefärbt und fallen ab, sodass die Bäume richtig kahl aussehen. Der Mai-Austrieb ist vom Lausbefall in der Regel nicht betroffen, sodass sich dieser weitestgehend normal entwickeln kann. Befallene Bäume müssen nicht gefällt werden, auch sollten einzelne Äste nicht abgeschnitten werden. Auch wenn die Fichten sehr viele Nadeln verlieren, können sie sich in den folgenden 3 bis 4 Jahren wieder gut von dem Befall erholen, so der Hinweis der Experten.
In den nächsten Wochen wird es verkehrstechnisch in Hoyerswerda etwas schwierig. Neben der bereits angekündigten Sperrung der Dresdner Straße in Richtung Bröten sind weitere Baumaßnahmen an den Bundesstraßen geplant. Die B96 in Richtung Naht wird aufgrund einer Brückenerneuerung voraussichtlich ab dem 22. Juni komplett dicht gemacht. Und für die B97 in Richtung Spremberg in Höhe des ehemaligen GST-Objektes sind ebenfalls Arbeiten vorgesehen. Nutzen Sie das schöne Wetter der nächsten Tage. Kommende Woche strömt aus Nordeuropa ungewöhnlich kühle Luft nach Deutschland. Die Temperaturen erreichen dann in einigen Regionen nicht einmal die 15-Grad-Marke. Dazu fällt immer wieder Regen. Die genauen Aussichten für die nächsten Tage in unserer Region haben wir gleich noch für Sie. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Also Stuttgart, muss ich mal sagen, diese Bevölkerung dort überhaupt, Stuttgart, das war für mich als Braschka, ich war dort als Braschka tätig und habe dort den Hochzeitszug geführt. Ich war vorneweg immer als Erster und ich sehe immer wieder dieser Beifall, diese Würde, diese weiße Tracht. Wir hatten ein Wetter, ein Bombenwetter. Diese Tracht ist dort angekommen. 1A. Da kommen die Leute wirklich auf einen Ruf zu. Darf ich sie mal anfassen? Also so eine Fragen kommen dann. Und dann denke ich immer, natürlich, wir sind ja nicht aus Zucker. Wie die Stoffe gewebt sind, wie alt die Trachten sind, dass die mitunter seit über 100 Jahre alt sind. Und ja, da gibt es schon Fragen. Viele Fragen wurden gestellt. Man hat die Sorben, die kennt man eigentlich dort in diesem Gebiet noch gar nicht so. Es waren sogar Fragen gestellt, ob wir aus Polen sind oder irgendwie aus dem slowenischen Gebiet. Aber ich habe das dann, oder der Chef, unser Chef hat das dann klipp und klar dargestellt. Wir sind die Sorben, wir sind hier von der Niederlausitz, nicht? Wenn einer eine Reise macht, heißt es, dann kann er was erzählen. Geht ein ganzer Verein auf Reisen, bleiben natürlich reichlich lustige Erlebnisse, aber auch Pannen im Gedächtnis. Mir persönlich ist es sogar passiert, dass ich mal den Plissé-Rock vergessen hatte für meine Nichte. Und dann waren wir in einer anderen Stelle, da war noch Hannelore da gewesen. Da hat man für die Braut, für die Abendmahlsbraut, die Atlasschürze nicht mitgehabt. Und da mussten wir uns auch irgendwie helfen. Dann sagt Hannelore zu mir, weißt du was, wir werden einen Kleidersack zertrennen, wir schneiden den auf. Wir haben ja so schwarze Kleidersäcke, wo man die Schürzen oder so, jeder sein Zeug drin hat. Den haben wir, und Nähzeug hat man sowieso mit. Und dann haben wir eben schnell aus dem schwarzen Kleidersack eine schwarze Schürze genäht. Es war auch in einer Vorbereitungspause, wo die Frauen sich angezogen haben vor dem Auftritt. Die Männer haben dann unter anderem neben den Getränken auch die Aufgabe, Essen zu holen. Wir sind alle Essen holen gegangen. Bernd Müller musste noch unbedingt Geld holen, weil er gar nicht so viel Kleingeld mit hatte. Am Automaten hatte sich verlaufen in der Stadt und die Männer sind alle zurückgekehrt. Die Frauen haben sich angezogen, alle haben gegessen. Keiner hat gemerkt, dass Bernd Müller fehlt. Und Frau Müller hat natürlich auch nichts gesagt. Und nach 1,5 Stunden... 10 Minuten, bevor es dann losging, kam er durchgeschwitzt an, hat uns also wiedergefunden. Ja, da hatten sie die Männer wahrscheinlich einen über den Durst getrunken. Und dann haben sie wohl was verwechselt und da haben die Männer sich wohl mal selber die Tracht angezogen. Aber das war aber auch nach dem Auftritt. Und dann gab es eine kleine Einlage, die Männer in Frauentracht sozusagen. Nicht in der kompletten, aber es war auch eine lustige Sache. Nicht immer lustig, weil sehr langwierig, anstrengend und manchmal auch schmerzvoll ist das Prozedere, um die Tracht anzulegen. Ja, so Kopf in Kopf schon manchmal so. Na und dann hier so der Hüftbereich wird auch schon manchmal gepiesackt. Aber ich sag mal, das ist alles im grünen Bereich. Ausgeblutet ist noch niemand.
dann nimmt man die kleinen Wehwehchen in Kauf. Wie ungleich schneller sind die Männer dagegen in ihre Anzüge geschlüpft und haben damit jede Menge Zeit zwischen dem Anziehen und dem Auftritt. Nur sieht dies das starke Geschlecht meist ganz anders. Die Männer haben gar keine Übergangspausen, die haben voll Stress. Wenn die Frauen sich anziehen, müssen sie Bier holen, Bier ausschenken, Schnaps ausschenken und zum Schluss sich noch die Hose überstreifen. Und dann sind sie fertig. Und dann müssen die Frauen auch noch glücklich sein. Das klappt meistens. Kleines bisschen provozierend ist es immer, weil die Männer immer mit dem Jackett und mit der Hose bis auf die letzte Minute warten. Aber dann kommt ein scharfer Blick der Frauen und dann wissen sie schon, das Limit ist voll und dann geht's los. Immer was los ist, wenn sich im Bürgerhaus der alten Schule in Seidewinkel der Nachwuchs des Vereins trifft. Wir haben auch eine Kindertanzgruppe bei uns im Verein etabliert. Wir proben jede zweite Woche, immer mittwochs. Die Kinder sind im Alter von 3 bis 14 Jahre alt und zurzeit sind es so an die 22 Tänzer. Die Kinder in der Schulzeit, die sind dicke da, die sind happy, die wollen das gerne tun, die machen das. Ging uns früher genauso, wo wir in die Jugend gekommen sind. Es war einfach ganz normal, da mitzumachen, Trachten anzuziehen, Maibaum werfen, tanzen. Das haben wir schon damals lernen müssen und gelernt gerne. Uns musste das keiner beibringen. Es ist sehr wichtig, dass die Jugend mitzieht, damit man auch beweisen kann, dass die nächste Generation auch unsere Interessen vertritt. Und das ist immer ein großes Highlight, wenn die Jugend mit dabei ist, weil doch in den anderen Vereinen sehr viele ältere Mitglieder sind und wir immer noch stolz darauf sind, unsere Jugend ein bisschen begeistern zu können. Diesem Engagement der Vereinsmitglieder ist es auch zu verdanken, dass in Seidewinkel viele Veranstaltungen inzwischen zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens gehören. So das Essen am Feldrhein, dem Vereinsfest, welches 2015 ebenfalls zum 20. Mal veranstaltet wird. Aber auch der Weihnachtsmarkt, der liebevoll vorbereitet und in schöner Atmosphäre stattfindet. Dann werden die Tänzer und Tänzerinnen schnell zum Koch oder zur Köchin und kredenzen Quark und Pellkartoffeln, Bratwurst und andere Leckereien. Ich denke, der Trachtenverein ist ein fester Bestandteil des Vereinslebens im Dorf. Und wenn es um Organisation von Festivitäten geht oder um Nachfragen, was das Dorfleben betrifft, ist eigentlich der Trachtenverein schon, denke ich, Ansprechpartner. Und es gibt keinen im Dorf, der nicht irgendwas doch mit dem Trachtenverein sowieso zu tun hat, auch wenn derjenige nicht selber mittanzt. Hier machen viele mit und wir arbeiten eben auch größtenteils selbst. In anderen Dörfern werden eben drücken Veranstalter mit oder da ist halt die Imbissversorgung, da ist nicht so viel oder wird nicht so viel dargeboten durch den eigenen Verein. Wir bilden schon oder stellen schon ganz schön dollen Kern hier in der Gemeinde oder in Seidewinkel dar mit unserem Trachtenverein. Da wird einiges, auf die Beine gestellt, was sonst, denke ich mal, unter den Bürgern nicht so sein würde, weil es gibt wie überall viele Leute, die wissen vieles und alles besser, aber wenn es darauf ankommt, was sie tun sollen oder könnten, ja, dann Trachtenverein macht mal. Und sie werden machen. Da sind sich alle einig, kann man auch künftig auf die Sorbische Trachtengruppe in Seidewinkel zählen. Aber trotzdem wird es natürlich immer schwieriger, die familiären, die beruflichen und auch, sag ich mal, die knappe Freizeit, die dadurch entsteht, zu nutzen. Und man muss schon, sag ich mal, die Aktionen, die wir im Jahr starten, ein bisschen bündeln, dass doch alle mitmachen können, sage ich jetzt mal. Die Liebe zur Heimat und das Erhalten von Traditionen, nur zwei Dinge, die in Seidewinkel auch künftig dazugehören werden. Die solide Nachwuchsarbeit des Vereins ist die Saat dafür, die es späteren Generationen ermöglichen wird, die Geschichte der Altvorderen am Leben zu erhalten. Ganz gleich, ob bei Veranstaltungen hier in der Region oder als Botschafter der Lausitz in der Ferne. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Die Sanierung der Teerteiche in Lauta ist am 10. Juni 2005 offiziell beendet worden. 3 Jahre lang wurden auf dem 9 Hektar großen Gelände die giftigen Hinterlassenschaften des ehemaligen Aluminiumwerkes abgetragen und entsorgt. Mit 16 Millionen Euro war die Sanierung 4 Millionen Euro teurer als geplant. Grund dafür, die Fläche der Verunreinigung war doch wesentlich größer und tiefer, als die Vorabuntersuchungen vermuten ließen. Mehr als 60.000 Tonnen Teere und teerähnliche Stoffe, 14.000 Tonnen Bauschutt und 160 Tonnen kontaminierte Böden mussten abgetragen und entsorgt werden. Mit der Beendigung der Arbeiten konnten auch die angrenzenden Bewohner wieder aufatmen. Die Geruchsbelästigung, die durch die Abfälle ausging, stank nämlich im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Himmel. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Ein Frühstückstreff für junge Muttis bietet am Donnerstag der Nachbarschaftshilfeverein im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda an. Treff ist um 9 Uhr. Und ab 15 Uhr wird zum Kaffeeklatsch in das Plauderstübchen in der Cafeteria der AWO in der Münzerstraße eingeladen. Mitglieder der Autorengruppe Pegasus sind am Donnerstagnachmittag zu Gast in den Vereinsräumen des Hoyerswerda Kulturbundes in der Lange Straße. Sie lesen ab 14 Uhr aus ihren Geschichten und ihren Gedichten. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Actionstreifen Jurassic World, der Familienfilm Rico Oscar und das Herzgebreche sowie die Komödie Miss Bodyguard. Zur Blutspende wird am Donnerstag in Oberlichtenau aufgerufen. Der lebensrettende Saft wird in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in der Grundschule am Keulenberg in Oberlichtenau abgenommen. Interessierte Mädchen und Jungen sind am Donnerstag ab 16 Uhr in das Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda zum Kreativnachmittag eingeladen. Und zum Backrippchenessen wird am Donnerstag ab 18 Uhr wieder in die Musikantenschenke zur Eisenbahn in Kamenz-Wieser geladen. Tischreservierungen sind unter der Rufnummer 03578 300 451 möglich. Nachts häufig klar und niederschlagsfrei, minimal 11 bis 5 Grad. Am Donnerstag reichlich Sonnenschein, später flache Quellwolken und trocken, Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Am Freitag längere Zeit sonnig, teils heiß bei maximal 30 Grad und niederschlagsfrei. Am Samstag mit bis zu 33 Grad schwülheiß und im Verlauf teils kräftige Gewitter möglich. Am Sonntag gibt es neben Sonnenschein auch örtlich Schauer oder Gewitter. Am Montag unbeständig und mit höchstens 17 Grad dann deutlich kühler. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Morgen berichten wir unter anderem über den Streik der Postzusteller. Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Team der Drehscheibe einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.